Ja, 27:23 gewinnt der TV Bissendorf heute in Nährstedt. Bei mir ist jetzt der Bissendorfer Coach. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, wie fällt dein Fazit aus nach 60 Minuten Handball? Grundsätzlich erstmal natürlich gut, wenn man 2 Punkte auswärts geholt hat. Erste Halbzeit bin ich sehr mit zufrieden mit meiner Mannschaft. Gerade vom Deckungsverhalten her war das wirklich exzellent. Also das war top verteidigt. Wir wussten eben, was mit dem Eike Kolpak mit dem Wolken natürlich auf uns zukommt hier. Entsprechend offensiv sind wir das Ganze angegangen und haben das auch sehr, sehr gut gelöst. Gerade vor dem Hintergrund, dass man natürlich nicht so weiß, wo steht man, 3 Wochen Pause, was unglücklich ist. Aber das betraf natürlich eure Mannschaft auch. Und von daher bin ich damit sehr zufrieden. Zweite Halbzeit standen wir dann nicht mehr so gut, ein bisschen zu offensiv dann und wollten dann zu früh die Ballgewinne haben. Das hat dann nicht mehr so gut geklappt. Aber gut, letztendlich unterm Strich mit 4 Toren gewonnen hier sind wir natürlich zufrieden. Ja, und jetzt habt ihr auch noch 2 Spiele vor euch in dieser Saison. Wie sieht da so die Lage aus? Was habt ihr euch da noch vorgenommen im Saisonendspurt? Ja gut, das ist natürlich klar, dass wir auch die beiden Spiele noch gewinnen möchten. Wir haben, ich glaube, eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, die viele uns vielleicht in der Form gar nicht zugetraut hätten. Jetzt haben wir mit Bremervörde das letzte Heimspiel natürlich zu Hause. A, haben wir da noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel, was wir verloren haben. Klar, möchtest du natürlich das letzte Heimspiel vor eigenem Publikum, möchtest du natürlich auch mit einem Sieg abschließen. Letztes Spiel in Delmenhorst, klar, das lassen wir auf uns zukommen, aber natürlich auch da gilt, dass man die Saison dann natürlich möglichst erfolgreich ausklingen lassen möchte. Ja, da wünschen wir viel Erfolg bei und dann ist jetzt Jörg Rademacher bei mir. Ja, Jörg, am Ende Rückstand gegen Bissendorf heute. Wie fällt so dein Fazit aus? Ja gut, wir haben uns sicherlich ein bisschen mehr vorgenommen, als wir jetzt mit 4 Toren zu verlieren. Ich bin natürlich total enttäuscht, muss ich sagen, aber ich habe die Mannschaft so noch nicht erlebt. Keine Einsatzbereitschaft, muss ich sagen, keine Laufbereitschaft. Gut, da kann man natürlich auch machen, was man will. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, wo wir gedacht haben, okay, wir können sie damit kriegen, aber wir waren einfach... glaube ich, in allen Belangen TV Bissendorf total unterlegen. Wenn man eben keine geistige Bereitschaft einfach mitbringt, wenn die Mannschaft nicht so geistig auf der Platte ist, fällt es für den Trainer auch schwierig, dann was zu machen. Ich glaube, das war heute so ein Knackpunkt, dass wir uns mit vielen anderen Sachen beschäftigt haben, nur nicht mit dem Handball. Ja, wirkte so ein bisschen, als ob das Team noch im Osterurlaub ist, gerade in der ersten Halbzeit. Dann gab es eine sehr offensive Deckung vom Gegner. Hat euch das auch so ein bisschen den Zahn gezogen? Ja gut, mit der offensiven Deckung haben wir uns ja schon Ewigkeiten immer schwer getan. Ne? Aber das Problem ist, was ich vorher schon gesagt habe, wenn dann keine Laufbereitschaft da ist, kannst du gegen eine offensive Deckung erst gar nichts machen. Ne? Das ist halt nun mal so. Es fehlen noch die Alternativen, muss man auch sagen, um irgendwo jetzt was machen zu können. Das ist schwierig irgendwo. Wir haben jetzt noch 2 Spiele, die müssen wir jetzt... noch gut absolvieren, sage ich mal, einfach dann nach vorne gucken. Ja, hoffen wir auf einen persönlichen Saisonabschluss. Vielen Dank, Jörg, und ja, das war's.